So, damit herzlich willkommen zurück zu Shantae Halfgenie Hero. Wir befinden uns gerade hier beim Finale, nachdem wir im letzten Part eigentlich die 100% abgeschlossen haben. Ja, erwartet uns hier vor dem Final Boss nochmal ein richtig asoziales, asozialer Parcours hier, wo wir durchfliegen müssen. Und ich habe es bisher nicht auf die Reihe gekriegt, hier eigentlich mal durchzukommen. Ich habe zwar jetzt eine Vorahnung, wie es geht, und bin mir da nicht so sicher. Boah, riecht mich auf, ey. So, müssen wir schauen, ob es funktioniert. Schnell hier rüber. Boah. Hier durch. Oh, fuck. Ah, sozial hier. Okay, ich glaube nicht, dass wir hier. Nee, es geht nicht. Oder? Weil dann müsste man hier zum Affen wechseln. Ich denke, dass man hier. Oh. Ja. So sieht's aus. Na, was machst du denn, Affe? Affe, was machst du? Alter, was hat der Affe da gerade gemacht? Er hat Selbstmord begangen. Warum? Boah, das ist knapp. Das war so ein Zentimeter oder so, der noch zwischen mir und der Wand war. Ach du Scheiße. So, ein Affe, jetzt mach's aber besser. Das kannst du besser, das weiß ich. Rutschen, 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 rutschen. Ist lustig und jump. Ne, siehst du, geht doch. Warum nicht gleich so? Oh Scheiße. Trotzdem kriege ich aber insgesamt übelst auf die Fresse. Ich glaube, ich gönne mir sogar was. Auf jeden Fall gönne ich mir was. Hier, guck mal. Das gönne ich mir. So. Was mich nur jetzt immer interessieren würde, ist, wie lang das Spielchen hier ist. Das würde mich echt mal interessieren. Oder würde man hier das zum Beispiel auch mit der Fledermaus schaffen? Das würde ich gerne echt mal wissen. Boah. Was ist das für ein Parcours hier, ey? Boah, das regt auf. Okay, piss dich da oben bitte. Oh, es passiert was. Was geht hier ab? Wir da? Sieht so aus. Ja. Sieht so aus, als wäre hier Endstation. Ich muss jetzt noch da drin. Ich muss nah dran sein. Boah, hier werden wir mal ordentlich aufgefüllt. Oh, Tatsache. Bleib sofort stehen, Risky. Du hast also meine Tinker-Fabrik gefunden, was? Wo ist der Dynamo, Risky? Das wirst du schon bald sehen. Meine Tinkerbots kümmern sich liebevoll um ihn. Meine Männer haben unermüdlich gearbeitet, um das volle Potenzial des Dynamos freizusetzen. Es geht selbst über die Vorstellungskraft deines kurzsichtigen Onkels hinaus. Aber bis ihre Arbeit abgeschlossen ist, werde ich nicht zulassen, dass du dich einmischst. Na gut. Nein. Was soll das?
Oh, das war gut. Mann, setz jetzt mal dieses Ding da ein. Okay. Machst du mal auf damit? Oh, easy, schau dich das an. Stimmt übelst schwer. Komm! In der Face, Mann. Übelst auf die Fresse. Oh, scheiße, Bomben. Boah, scheiße, was geht bei dir ab? Oh, Junge, hör auf. Junge, es reicht. Oh Gott. Was ist, oh. Was geht bei der Alten ab? Geh doch endlich mal abkratzen hier, ey. Ach, ich hab die ganze Zeit gar nicht getroffen. So. Und so. Ah, hör's auf, okay. Ha, nicht getroffen. Noob. Boah, Alter, Digga. Ich hau auf wie ein Irrer und... Oh, okay. Jetzt hat sich schon erledigt. Das ist aber nicht der Endboss, oder? Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Wenn das der Endboss ist, dann boah. Ja, dann war das nix. Naja, die Bosse waren an sich nix irgendwie. Letzte Chance. Gib auf, Risky. Ha, du bist zu spät. Warum? Ich werde dich nun in die finale Phase meines Clans einweihen. Ja, siehst du, geht weiter. War mir klar. Ja, was ist das denn? Ist das der Dynamo? Alter, wie sieht der denn aus? Scheiße. Sieh her. Was ist das? Der neue und verbesserte Dynamo. Lol. Lol, wie sieht der denn aus? Was hast du mit ihm angestellt? Meine Tickerbots haben sein Potenzial in jeder Hinsicht erhöht. Mein Moment des Sieges ist da. Seht zu, wie ich euer geliebtes Genie-Reich auf den Knopf stelle. Auf den Knopf? Ach nee, nicht auf den Knopf, auf den Kopf stelle. Mensch, Junge. Sie öffnen das Tor zum Genie-Reich. Ich muss den Dynamo zerstören, bevor es zu spät ist. Tinkerbrain, Dynamo der Zerstörung. Oh, ich wurde wieder vollkommen geheilt, lol. Toll, ich kann mich nicht bewegen. Und das ist der Endboss-Theme, okay. Kannst du mir erklären, warum, So, ich muss die Dinger hier angreifen. Na, okay, gut. Ich dachte irgendwie irgendwas mit seinem Elektro-Ding da machen oder so, aber okay. Dem Ding. Boah, wieso schaffst du den nicht auszuweichen, Junge? So, jetzt. So. Ey, der Track ist gut. Der Boss-Theme ist ziemlich gut. Ich finde den nice. Schon wieder da. Kannst du mal bitte hier. Mach mal bitte deine. Mach deine Chassis auf. So. Aufmachen. Hallo. Hä? Was soll ich tun? Was soll ich machen? Ich check's irgendwie nicht. Wie habe ich das vorhin gemacht? Oh, Moment mal.
Bin ich eigentlich blöd? Ach nee, so, so bewegt es sich auch. Ja, ich stehe nicht drauf und trotzdem bewegt es. Hä, irgendwie. Okay, jetzt mache ich nochmal. Hat es irgendwas bewirkt? Na, den Ding kann ich ausweichen, indem ich fliege. Okay. Ah. Was auch immer. Hallo? Scheiße. Die Federn haben es nicht erreicht, leider. So, na, brauchst du mir nicht kommen. Schnell flieg. Ha. Und jetzt? Was jetzt? Oh. Es geht ab. Ah, sein Auge ist im Arsch. Gut. Sein eines. Ach so. Warte. Jetzt verwandeln. Ich mach das schon ziemlich gut. Check ich. Kann es das sein, dass sie mich einfach nur in eine Richtung bewegen soll und dann, hier passiert irgendwas? Weil irgendwie fliege ich die ganze Zeit und es passiert nichts. Vielleicht muss ich mich einfach nicht nur nicht treffen lassen oder. Hä? Versteh's nicht. Was soll ich tun? Nö, ich hab's nicht verstanden. Ich check den Boss irgendwie nicht. Also auf jeden Fall muss ich jetzt das andere Auge vernichten. Aber wie? Ja, aber es ist eine Auge. Das ist, ja. Was soll ich tun? Soll ich mich treffen lassen oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es so fucking Hölle nicht. Also, soll ich die Schraube da treffen oder was? Die Schraube. Irgendwas mit der Schraube. Was soll... Soll der Blitz die Schraube treffen, oder? Nee. Ah, ich sehe es, die Schraube. Ich muss hier so drehen und bis alles grün ist. Ja, scheiße. Die Schraube, es hat wirklich mit der Schraube zu tun. Ihr seht ja, die ist ja grün. Und die wird grün, wenn ich immer nach rechts gehe. Hier seht ihr, guck mal. Ich gehe nach rechts und es wird grün langsam. Stimmt. Okay. Ich muss schon laufen, aber nach rechts. Bin die ganze Zeit nach links gelaufen. So. Und hier noch. Jetzt wieder nicht. Jetzt wieder zurückverwandeln. Okay, jetzt habe ich den Boss verstanden. Etwas spät, aber okay. Hauptsache überhaupt noch. Schnell, 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 schnell. So. Press mal was. So, ja voll. Sein zweites Auge ist das kaputt ging, genau. Kaputt. Ist aber auch zu leicht.
Was soll das? Das ist immer noch zu leicht. Ich musste jetzt mal eine Weile grübeln, bis ich herausgefunden habe, wie ich ihn besiegen soll, aber das war trotzdem noch zu leicht. Puh, das war knapp. Ich habe den Dynamo gerade noch rechtzeitig deaktiviert. Und im Genie-Reich herrscht wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Okay. Hä? Diese Stimme. Du hast tapfer gekämpft und so viel erreicht. Oh. Hi. Tochter der Genies. Du bist es. Die Stimme aus meinem Traum. Du hast tapfer gekämpft. Finde ich geil. Ist es jetzt echt vorbei? Ist das euer Ernst? Ja, es gab zwei Phasen, aber ja, war ein bisschen zu leicht, ne? Ist wirklich vorbei. Schade. War zwar noch, wie gesagt, noch letztendlich noch ein bisschen ein guter Boss, aber ja. Ja, siehst ja. Schade. Im Namen des gesamten Genie-Reichs danken wir dir aus tiefstem Herzen. Nee, oder? Ist das Genie-Reich? Leider. Was? Leider? Das Verderben unserer Magie hat begonnen. Tu, was du tun musst, um den Frieden zu bewahren. Wo kommt ihr alle jetzt her? Endlich habe ich es geschafft. Das eigentliche Herz des Reiches der Magie. Die Macht der Genies wird die meine sein. Jetzt folgt meinem Befehl. Unterwerft euch mir als euer absoluten Herrscherin. Als ob der absolute Herrscherin. Hi, Bro, warum funktionierst du noch? Toll. Und jetzt? Was geht hier vor? Nein! Es hat funktioniert. Die Macht der Genies ist die meine. Und die Welt wird von mir niederknien. Ist doch nicht vorbei. Ich habe keine Wahl. Bevor Risky ihre Kraft nutzen kann, ich muss es tun. Und das erfahren wir im nächsten Part, was sie tun muss. Ciao. Bis zum nächsten Mal beim Finale von Shantae Half-Genie Hero. Ciao.